Haben Sie sich schon registriert? Wenn nicht, dann aber schnell. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute sprechen wir mal über die Konsequenzen einer schlechten Kommunikation. Was ist, wenn ich mich immer wieder verstelle im Beruf oder in der Partnerschaft? Und warum sind wir nicht in der Lage, manchmal einfach auch unsere eigene Wahrheit auszusprechen? Und genau über dieses Thema spreche ich heute mit unserem Gast. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Baha, schön, dass du wieder da bist. Danke. Du hast eine Praxis in Ulm, bist Gesprächstherapeutin, aber auch Konflikt- und Charaktercoach. Genau. Und heute geht es mal wirklich um das Thema Kommunikation. Das kennen wir ja alle, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, unsere eigene Wahrheit auszusprechen. Richtig. Woran könnte das liegen? Die Kommunikation ist ein wichtiges Mittel, um dem Gegenüber auch zu sagen oder zu vermitteln, was will ich nicht. Vorausgesetzt, ich bin mir treu, ich bin mir loyal und ich bin mir dessen bewusst, was für mich wichtig ist. Ich mache die Erfahrung in der Praxis, dass viele Klienten Schwierigkeiten haben, dem Gegenüber, ob das beruflich ist, dem Kollegen, dem Chef, dem Partner oder in der Familie, auch wirklich offen und ehrlich zu sagen, was sie sagen wollen. Sie versuchen, diesen Inhalt möglichst schön so zu verpacken, dass der Gegenüber vielleicht nicht verletzt wird oder dass es vielleicht beim Chef nicht falsch ankommt, was ja letztendlich nicht verkehrt ist. Aber wenn man zu sehr versucht, diesen Inhalt so verpacken, dann ist man erstmal so verkopft, dann kommt es gar nicht das raus, was man eigentlich auf dem Herzen hat. Und ein Chef, der seinen Mitarbeiter gut zuhören kann, indem man auch mit ihm direkt kommuniziert, der hat nachher auch von dem Mitarbeiter was. Und genauso in der Beziehung. Wenn in der Beziehung was nicht gut ist, dann muss man das so geradeaus sagen. Also was wichtig bei einer Kommunikation ist, die Zielformulierung. Worum geht's? Worüber will ich reden? Was ist das Thema? Was ist das? Was ist die Thematik? Und diese Thematik will ich auch so, wie es ist, ansprechen. Was verbergen sich für Urängste dahinter, wenn man, es hindert einen ja was richtig daran, diese Wahrheit auszusprechen. Was kommen da für Widerstände hoch? Also erstens, das ist wieder etwas, was wir vielleicht im Elternhaus nicht gesehen und nicht erlebt haben. Wenn was zu Hause nicht gut ist zwischen Eltern, da wird es nicht gesprochen. Man hofft irgendwie, dass das Problem irgendwie sich von alleine löst. Das heißt, das ist fremd, das kenne ich nicht. Ich habe für mich gelernt, ich mache Dinge mit mir aus. Und dann wird da auch Kommunikation schwierig. Viele haben Ängste. Verlustangst. Was ist, wenn ich beim Chef was sage, dass ich eine Änderung zum Beispiel oder Veränderung wünsche oder bei meinem Partner irgendwas nicht gut ist, dass der Partner mich verlässt oder dass der Chef, wenn es dumm kommt, mich kündigt. Das sind wirklich Ängste, die erfahre ich in meiner Praxis. Aber letztendlich Angst vor der Angst ist etwas, was eine Kommunikation auch lähmen kann. Aber ob die Angst der Tatsache, der Realität entspricht, ist die andere Sache. Mhm. Das ist die Angst, die hier und hier stattfindet. Und genau muss man sehen, wo kommt die Angst her? Die Angst hat eine Ursache. Und die Angst kriegt man... Wo ich das auch immer wieder sehe, ist ja gerade auch so, nicht in der Partnerschaft, sondern in der Kennenlernphase, wo man immer wieder auch hört von Geschichten, die war ganz anders. Ja. Ja. Und nach 3 Monaten, zeigt sie langsam ihr wahres Gesicht. Genau. Oder es ist ja auch da diese ganzen Spielchen, die man ja auch kennt, mit dem sich nicht melden, Angst haben zu sagen, du fehlst mir oder ich würde mir wünschen, dass du öfters anrufst. Weißt du, das sind ja alles so Sachen. So Gefühle äußern. Gefühle ja. äußern, ja. Weil man ja auch wieder, jeder macht ja so seine Spielchen und strategischen Züge, gerade in diesen Kennenlernphasen, wo eigentlich auch diese Ehrlichkeit und das Authentische zu den eigenen Bedürfnissen ja komplett verlassen wird.
Gerade in der Kennenlernphase, wenn, also gut, am Anfang kennt man sich nicht und jeder versucht so ein bisschen sich von seinen Honigseiten zu zeigen. Ich glaube, das versuchen wir alle. Aber die Frage ist, ob das so sich verfestigt, dass wir da praktisch gar nicht mehr aus dieser Rolle rauskommen, dass wir das Gefühl haben, okay, mein Gegenüber ist der Typ Mensch, dann um ihm zu gefallen, versuche ich in irgendeine Rolle hineinschnüpfen oder ich verstelle mich, weil die Seiten, die ich ja selber an mir nicht so toll finden, sollte er erst recht nicht gut finden. Wenn ich was zu verbergen habe, dann versuche ich mich auch zu verstellen. Aber wenn ich nichts zu verbergen habe, wenn ich mich so, wie ich bin, gut finde, wenn ich so, wie ich bin, mit mir zufrieden bin, dann darf der Gegenüber mich auch so kennenlernen. Es sei denn, ich kriege unterschwellig von ihm das Gefühl, ich darf schon mal gar nicht so sein, wie ich sein will oder wie ich bin. Mhm. Und da muss man sich ernsthaft fragen, ob das der oder die Richtige ist. Ich lese auch immer wieder diesen Zusammenhang, dass manchmal, wenn man dann doch ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit hat oder Gewalt oder Autoritäten, dass man dann eben diese Anpassungsfähigkeit als Überlebensstrategie angenommen hat. Das kennt man ja auch von Partnerschaften, wo man auf einmal denkt, seitdem die mit dem zusammen ist, hat die komplett dem seine Eigenarten, seine Meinungen, seine Gedankenmuster übernommen, ja, diese adaptierten Pärchen, wo wenn die sich dann auf einmal trennen, wieder ganz anders ist. Genau. Weißt du, diese Anpassungsfähigkeit auf Basis einer traumatisierten Kindheit, das ist einfach deine Strategie. Ich habe gelernt, dass mich meine Eltern so lieben, wenn sie so sein wollen, wie ich es bin, also wie die es wollen. Dass sie letztendlich ich versuche, diese Rolle einzunehmen, die meine Eltern sich auch wünschen, weil dann bekomme ich Liebe. Und okay, das kann eine Ursache sein, aber dann muss man sich doch fragen, die Eltern können ja nicht immer an alles schuld sein. Und wir machen ja auch selber unsere Erfahrung. Wir wollen ja auch selber uns persönlich weiterentwickeln. Und da kommt irgendwann mal ein Punkt, dass ich mir sage, okay, will ich immer der sein, der zu Hause das und das beigebracht bekommen hat und das gebe ich weiter und ich merke, das wird nicht gut, oder ich mache hier Stopp und ich frage mich, was kann ich selber reparieren, was kann ich selber machen, wie kann ich für mich selber Verantwortung übernehmen, welches Part kann ich auch selber übernehmen. Und das ist natürlich ein Prozess und das ist auch anstrengend und da muss man sich selber auch eingestehen, dass was nicht gut ist, aber wenn ich es nicht mache, wer macht's für mich dann? Mhm. Ja. Wie kann ich mich denn im Thema Kommunikation, wie gehst du denn vor jetzt mit den Klienten, wenn die wirklich zu dir kommen und sagen, ich habe Probleme, meine Wahrheit auszusprechen? Dann schauen wir uns erstmal ihre Wahrheit an. Mhm. Wir gucken mal, was ist denn ihre Wahrheit? Was ist aktuell so die Thematik? Was ist es denn, worüber sie reden wollen oder worüber sie sprechen wollen? Welche Wünsche, welche Bedürfnisse stehen offen? Und erstmal versuchen wir das natürlich festzulegen. Und was ist es, dass es bremst, dass es hemmt, dass es ein Hindernis entwickelt? Und oftmals ist es am Anfang ist es vielleicht schwer, das herauszukristallisieren, aber die Klienten kriegen Hausaufgaben und bei den Zielformulierungen. Und wie gesagt, also Zielformulierung bedeutet auch nicht, dass wir gleich bei erster Sitzung gleich ein richtiges Ziel haben, sondern dieses große Ziel besteht aus kleinen Abschnitte, kleine Ziele. Und wenn wir die abgehakt haben, dann nähern wir uns auch diesem großen Hauptziel letztendlich auch an. Mhm. Aber die Kommunikation so zu gestalten, dass auch eine Konsequenz, eine Klarheit, eine Lösung da herbeiführt, ist das große Ziel. Und man muss da an sich arbeiten. Aber es ist machbar. Mhm. Was sind denn so die größten Herausforderungen in unterschiedlichen Bereichen zu kommunizieren, gerade Partnerschaft oder Beruf? Mit was kommen da die Leute zu dir und sagen? Also ich höre oft zum Beispiel, dass der Partner sagt, ja, oder die Partnerin, ich rede mit meinem Mann, aber er macht zu. Er will mir nicht zuhören. Oder wie oft habe ich das gesagt und es hat nichts gebracht?
ich habe keine Lust mehr. Und selbst wenn wir reden wollen, dann merke ich, dass hier nicht mehr viel los ist, also gefühlstechnisch. Und aber wenn das so ist, mit dieser Motivation weiterzumachen, dann muss man sich auch fragen, was macht hier die Kommunikation für einen Sinn? Die Kommunikation muss ja einen Sinn hergeben. Und wenn der Sinn schon am Anfang so schwabig ist und so unklar ist, dann findet auch die Kommunikation nicht richtig statt. Mhm. Und die Zielformulierung, dieses Klare auf den Punkt zu bringen, ist tatsächlich einfacher gesagt als getan, aber das ist meistens die Herausforderung. Weil bevor ich was kommuniziere, muss es mir ja auch selber klar sein, was will ich? Was will ich damit erreichen? Und rumnörgeln und über die Thematik irgendwie zu reden und nicht auf den Punkt kommen, das ist keine Kommunikation. Ich glaube, das ist auch so der Klassiker, gell? Die Frauen, die sagen dann, hier, kümmere dich mal mehr um das, mach mal mehr das und quatschen da drum rum. Die Männer haben Durchzug und irgendwann geht die Frau auf irgendein Seminar oder macht eine Gesprächstherapie und kommt heim und sagt so, und jetzt ist das Ding beendet. Ja. Und dann sagt der Mann zu seinem Kumpels am Stammtisch, ganz plötzlich, die hat nie was gesagt. Das war so der Klassiker. Die hat nicht was gesagt oder nee. Ich habe nie zugehört. Ja, genau. Also das war völlig, also damit hat keiner rechnen können. Ja. Also das Ding ist bei mir in der Praxis, ich kann, wenn eine Dame zu mir kommt und sagt, sie kann reden und machen, aber es kommt hier nicht an, er hört ihr nicht zu, dann sage ich, okay, also wir zwei können viele schöne Gespräche zusammengestalten, aber da brauche ich ihren Mann oder ihr Partner auch hier sitzen. Der muss seinen Teil dazu äußern. Wir müssen wissen oder herausfinden, warum hat er so Schwierigkeiten, mir zuhören? Liegt das nur an ihm oder liegt das auch an ihnen? Und ich lade die beide dann ein und er kommt auch, erzählt dann praktisch sein Anliegen und dann sieht meistens die Welt anders aus. Und es ist wirklich sehr, sehr individuell gestaltet. Oftmals stellt sich auch heraus, dass es keine Kommunikation ist, sondern dass es nur Rumnögeln ist, dass es nur Jammern ist und dass es nur, dass es eben keine zielführenden Gespräche sind. Dass es auch keine Lösung gibt. Man redet nur aneinander vorbei. Mhm. So Vorwürfe und... Richtig. Ja, ein Bettler greift dem anderen in die Tasche. Richtig. Und da muss man eben an seiner Art, wie man kommuniziert, auch selber arbeiten. Wir müssen letztendlich die Hindernisse herausbekommen. Mhm. Hat die Frau auch selber vielleicht Schwierigkeiten? Sie behauptet zwar, sie sagt ihm, sie redet mit ihm, aber das ist aus ihrer Perspektive so. Und von ihm aus ist diese Art, wie sie kommuniziert, ist, du bist schuld, du machst das nicht richtig, das machst du nicht richtig, und er macht zu und er kann ihr auch nicht mehr zuhören, weil er kann machen, was er will, er ist immer der Schuldige. Und wenn er immer der Schuldige ist, dann muss man sich nochmal genau angucken, wo ist die eigentliche Ursache. Ja, das merkt man auch immer schön an so Übungen, Kommunikationsübungen, wo man sagt, sprech von dir, ja, so als Frau oder Mann. Und wie die Frau immer wieder, es sind beide, können das sofort in diese Du-Sätze umswitchen. So du, ja. Und dann musst du eigentlich auch wieder als Therapeut sagen, weißt du, was fühlst du, ja? Ja. Also dieses. Und das, was sie fühlt, kann erstmal nichts dafür. Wir sind für unsere Gefühle verantwortlich. Wir sollten wirklich die Hauptdarsteller in unserem Leben sein. Selbst wenn wir in einer Beziehung sind oder selbst wenn wir bei der Arbeit sind. Und wir müssen unser Leben selber steuern. Mhm. Und dazu gehört eine direkte, auf den Punkt bringende Kommunikation. Ja. Es gibt ja auch so Zahlen, Fakten, dass einfach ein gewisser Prozentsatz in den Unternehmen schon innerlich gekündigt hat. Mhm. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das Thema Kommunikation von beiden Seiten, also von der Führung, aber auch von den Mitarbeitern oder unter den Kollegen, sicherlich da auch eine zentrale Rolle spielt. Aber wenn es so ist und wenn man schon innerlich gekündigt hat, dann kann man auch gar nicht zielführend kommunizieren. Da muss man auch wirklich ehrlich sein und sagen, ich will das nicht mehr. Egal was es ist, ob das der Job ist oder ob die Beziehung ist, ob die Freundschaft ist. Wenn man hier schon zumacht, dann findet auch zwischen Kopf und Herz einfach keine Zusammenarbeit mehr statt.
Wenn allerdings diese Problematik, die zu diesem Herzverschluss geführt hat, sich dann einfach, dass es, sage ich mal, der Wechsel jetzt vom Partner und vom Job gar nicht das Thema ist, weil es einfach wiederkommt. Weil man vielleicht schon im dritten Unternehmen ist, wo man die gleiche Konstellation hatte, gemobbt wurde oder wieder in der gleichen Beziehung das gleiche, weißt du, dieses genau. Wiederholen ja. Durch Nicht-Lernen und das eigene Thema ignorieren. Wenn das Thema wiederholend auftaucht und wenn primär Kommunikation ist, aber diese Kommunikation sich sogar mit dem Wechseln beim Arbeiten oder Partnerschaft trotzdem immer wieder zu Wort meldet, dann sind es andere Ursachen, die diese Kommunikation auch hemmen, die diese Kommunikation leider nicht zum Ziel führen. Und das muss man sich genauer anschauen. Und bei Kommunikation ist auch wichtig, dass man Gefühle, so wie sie sind, beschreibt. Also, dass man für dieses Gefühl, zum Beispiel traurig sein, wütend sein, enttäuscht sein, Wünsche auch äußert, dass man das genaue Adjektiv für dieses Gefühl auch beschreibt. Und klemmt's auch, wenn man für seine Gefühle nicht die richtige Adjektive, nicht die richtige Beschreibung finden kann. Aber das kann man lernen. Mhm. Und damit muss man sich erstmal ein bisschen auseinandersetzen. Man muss sich damit beschäftigen. Hast du da irgendwelche praktischen Beispiele oder Übungen, wo jetzt vielleicht dann auch mal der Zuschauer mit dem Partner oder im Unternehmen einfach für sich mal so ein bisschen was üben kann? Weißt du? Zum Beispiel beim Arbeiten habe ich jemanden, der sagt, mein Kollege triggert mich. Ich weiß nicht, was er macht, aber wenn er in meine Nähe ist, so die Art, wie er mich anschaut oder wenn wir in der Mittagspause irgendwo zusammen sind, da ich merke, allein sein Wesen triggert mich und ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Und dann gehen wir weiter und dann frage ich sie, okay, kann die Person versuchen, dieses Triggern oder dieses was ihr nicht gut tut, kann sie das Gefühl beschreiben? Hat sie ein Wort für dieses Gefühl? Muss sie erstmal suchen, überlegen und wenn sofort eine Antwort da ist, ist super. Und wenn nicht, das ist die Hausaufgabe fürs nächste Mal. Beobachten. Ich guck mal, was macht das, wenn mein Kollege in meiner Nähe ist? Welche Gefühle kommen hoch? Welche Gefühle sind unangenehm? Was ist das? Und wenn wir da wirklich genau hinhören oder hinspüren, kommen diese Gefühle auch hoch. Und diese Gefühle sind letztendlich auch die Klarheit. Mhm. Denn der Kollege weiß ja nichts davon. Der kann auch nichts dafür, dass es mir so geht. Ich spüre das aber und ich kann es noch nicht greifen. Und wenn ich das aber ein bisschen beobachte, dann habe ich so eine gewisse Ahnung dafür. Mhm. Ja, man erkennt ja wahrscheinlich auch immer in den Menschen wiederum Charaktere aus der Kindheit, die einen ja irgendwie in irgendeiner Form geprägt haben. Ob das jetzt die Eltern waren oder Lehrer, je nachdem, wie die gewirkt haben oder Erzieher. Da sind ja viele Prägungen, die wir dann vielleicht wieder erkennen und in uns was auslösen. Ja. Und da kann der Gegenüber gar nichts dafür. Ja, es kommen plötzlich Erinnerungen hoch, die erstmal gar nicht präsent waren. Mhm. Und wenn man sich aber länger mit sich selbst ein bisschen beschäftigt, dann kommen doch Gefühle, Erinnerungen hoch, die damals eine große Rolle gespielt haben, die uns so geprägt haben. Und wenn man das ein bisschen näher betrachtet oder beobachtet, dann sind es doch die Gefühle, die man von damals kennt. Und diese Gefühle müssen wir einmal erstmal greifen, erstmal heraus, erstmal gucken, welche Gefühle es sind und die räumen wir dann einfach auf. Und Wie geht denn das? Und dafür sind ja andere schöne Gefühle vorhanden. Mhm. Diese negativen Gefühle von damals trüben diese schöne vorhandene Gefühle. Und wenn die verschwinden, kommen die andere hoch. Mhm. Wie geht dieses Verschwinden? Wenn man jetzt wirklich sagt, hey, ich will die negativen Gefühle nicht mehr fühlen. Ich will den Kollegen jetzt nicht blöd finden, okay, weil also, er die Augen rollt wie meine Schwester damals oder so. Wenn diese Gefühle erstmal da sind, und ich versuche erstmal herauszufinden, welche Gefühle die sind, und diese Gefühle versuche ich erstmal nicht wegdrängen oder einfach unter Teppich oder verdrängen oder einfach gar nicht damit auseinandersetzen. Ich versuche erstmal
herauszufinden, was sind diese Gefühle, welche diese Gefühle haben, welche Botschaften, welche Informationen stecken da. Wenn zum Beispiel dieser Kollege Gefühle in mir hochbringen, die zum Beispiel mir das Gefühl geben, ich bin in seinem Dasein, aber das Gefühl, irgendwie bin ich nie gut genug, egal was ich mache, dann sind es die Gefühle, die letztendlich von damals hochkommen. Dann kommt plötzlich Erinnerung auch, ja, ich habe damals zum Beispiel auch in der Schule, habe ich das Gefühl gehabt, dass meine Schüler mir das Gefühl gegeben haben, ich bin nicht gut genug. Ich habe versucht, mich hier anzupassen, dann habe ich versucht, mich da anzupassen und irgendwie habe ich nie für mich herausgefunden, wann bin ich denn gut genug? Und nein, ich bin gut genug, so wie ich bin, bis ich mich akzeptiere. Akzeptanz gehört auch dazu, dass wir für Dinge, die wir steuern können, machen wir das. Aber für Dinge, die wir nicht steuern können, dann müssen wir sie akzeptieren. Aber ich bin gut, so wie ich bin. Ich muss mich nicht anpassen, damit ich von den anderen auch ernst genommen werden oder akzeptiert werden. Wenn wir es tun, machen es die anderen automatisch. Es sei denn, ich will mich selber so nicht akzeptieren, wie ich bin. Dann akzeptiert mich der Kollege auch nicht. Ja, super. Immer diese Wechselspielchen in unserem Leben, gell? Wenn jetzt der Zuschauer sagt, ja, okay, ich möchte mich da mal in Ruhe einlesen oder Möglichkeiten, Kommunikationsthematiken, vielleicht für mich auch jemand finden, der mir helfen kann. Ich habe eine Praxis, habe ich ja mehrfach gesagt, ich bin in Ulm und www.mental-hm.de ist die Adresse und ich habe ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Charaktere des Alltags, Wegweiser durch die Suppe des Lebens und auch für Männer geeignet. Und in diesem Buch beschreibe ich viele Charaktere des Alltags und der Umgang mit ihnen. Warum sind wir so, wie wir sind? Das interessiert doch eigentlich jeden. Warum habe ich diese Eigenschaften, die ich habe? Und welche schöne Eigenschaften gibt es noch, die ich gerne kennenlernen würde? Super. Vielen Dank, liebe Baha. Schön, dass du wieder da warst. Und ja, ich freue mich immer wieder, mit dir zu sprechen. Danke. Dankeschön. Ja. Liebe Zuschauer, ja, Thema Kommunikation, ehrliche Kommunikation und auch den Mut haben, mal Dinge auszusprechen, die vielleicht etwas unangenehm sind. Ja, es sind so die Herausforderungen im Leben. Ich hoffe, Sie konnten den einen oder anderen Tipp mitnehmen und bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.